Jetzt kommst du dann zur Sprüche, ohne Anspielung. Guck mal, hier auch Blumenkohl. Cool. Oh. Oh ja. Hier mit so Wort. Watergate. Aha. In Hamburg ist Pinkel auch nicht verbreitet. Überhaupt nicht, ne? Nur Alkohol von Bremen. Ja. Das ist hier, gibt's hier gar nicht. Eine Mahlzeit habe ich dann noch eingefroren. Mit einer Pinkel. Ja. Gegen das. Und hier hat das Krabbenbrötchen 12 Euro noch gekostet. Oh. Wirklich? Ja, dann wollen wir schon zurückgehen. Hier, da. Siehst du da, ne? Da liegen sie auch. Ja. Den Touristenabzocke. Ist das. Touristenabzocke, wirklich. Das ist wirklich für Leute, die das nicht kennen und dann ja, also das ist schon. Dann hatten wir ein Matjesbrötchen oder Heringsbrötchen für Papa und eins für mich und dann noch was hier, zu trinken, ne? Und dann soll ich da irgendwie 23 Euro bekommen. Ja. Ja. Ich hatte auch gar nicht vorher auf die Karte geguckt. Das will ich jetzt haben. Würden sie eigentlich das nicht verdecken. Hier hoch, ne? Ja. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken. Ja, ja. Hier, lass mal in der Sonne gehen. Da ist der Zauberstand. Ja. Ist ja alles voller Sand. Mit Absicht, ne? Ja. Hier geht ja da mein Pauli. Ja, wenn du hoch gehst, genau. Wir haben sich auch was geholt. Ja, so gleich gesagt. Ist voll, wa? Ja. Es wird wahrscheinlich schon beendet sein. Ja, ja. Aber wir wollen ja nur so ein Ziel haben und hier die Sonne scheint. Kommen uns jetzt alle entgegen mit ihren Typen. Ja. Und ganz ehrlich, ich will das eigentlich. Ja, gar nicht. Hotel. Es sind wahrscheinlich auch Touristen. Ja, oder wer die hier das wohnt. Brauchen. Wer hier wohnt. Wenn hier irgendwo wohnen würde, würde ich mich ja auch mal eindecken. Das ist ja schon Sachen günstiger. Ja.
Ja, das sah man von unserem Hotelzimmer aus hier, diese Schiffskräne. Ja. Spitzen.